Professor Richter, was sind die Mindestinhalte, die man zu Beginn, wenn man einen Arbeitsvertrag mit jemandem anderen schließt, haben muss? Drei Elemente möchte ich Ihnen hier zeigen. Und zwar, das sind jetzt nicht, hier geht es jetzt nicht darum, was alles im Arbeitsvertrag alles drinstehen sollte oder auch welche, über was man sich einigen sollte, sondern hier geht es nur darum, diesen Arbeitsvertrag abzugrenzen von anderen Sachen. Nämlich zum Beispiel, dass Sie jemand sagen, okay, ja, ich mache dir das mal so. Und dann ist es hinterher, nämlich was? Dann ist es nur eine kostenlose Gefälligkeit. Oder Sie sagen hier, ja, alles klar, ich werde dir hier folgende Arbeiten machen, aber dann ist es bitte ein Werkvertrag, weil ich bin nämlich Handwerker. Also der Arbeitsvertrag muss abgegrenzt werden. Dazu hatte ich auch schon mal ein anderes Video gemacht. Und zwar muss abgegrenzt werden von anderen Arbeits-, Dienst-, Werk- und sonstigen Verträgen. Und deswegen gucken wir uns ganz kurz rein, was bedeutet es mit Mindestinhalt und Arbeitsvertrag. Genau, dazu schauen wir mal kurz rein. Der Arbeitsvertrag ist geregelt in Paragraphen 611 klein a BGB. Das ist eine neue Vorschrift. Und diese neue Vorschrift wollen wir uns mal gleich mal anschauen. Augenblick, ich hole sie mal ganz kurz her. Paragraph 600 klein a BGB kommt schon. Das heißt, das BGB sagt selbst gar nichts so über die Mindestinhalte, sondern es sagt nur, dass durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Also das ist der Inhalt eines Arbeitsvertrags. Und ganz wichtig, der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Das heißt, wenn wir also einen Arbeitsvertrag haben und nicht, und das steht hier zum Beispiel bei Paragraph 611, das ist der Dienstvertrag, da wird man nur zur Leistung von Verdiensten eben verpflichtet, aber nicht, und das ist eben der schöne Unterschied hier, weisungsgebunden, fremdbestimmt und persönlich abhängig. Und das heißt, das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass wir also hier bei dem Arbeitsvertrag uns einigen müssen, und zwar über drei Dinge mindestens. Und zwar, wer sind die Parteien des Vertragsverhältnisses? Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das ist der erste Indiz, dass wir einen Arbeitsvertrag haben. Zweitens, wann soll das Ganze beginnen? Beginn des Arbeitsverhältnisses und die Art der Tätigkeit. Insbesondere eine Einigung über die Höhe der Vergütung ist nicht notwendig. Wir haben da einerseits den Paragraphen 612 BGB, der sagt, eine Vergütung ist immer der Also die taxmäßige Vergütung oder die übliche Vergütung gilt immer als vereinbart. Beziehungsweise jetzt haben wir sogar noch den Paragraphen 611 klein a Absatz 2 ganz hinten. Also das heißt, über die Vergütung muss man gar nicht sprechen. Allerdings, und das ist ganz, ganz wichtig, also wenn sozusagen der Personalchef P einen Bewerber nach dem Vorstellungsgespräch gleich da behalten hat und die ersten Arbeitsaufgaben gleich ihm gegeben hat und die Frage, man fragt sich dann, ist dann ein Vertrag schon geschlossen worden? Dann gehen wir nochmal kurz durch. Parteien, ja, Bewerber hier und der Personalchef hat gesagt, für die Firma bleibst du da. Du beginnst sofort und das sind deine ersten Arbeitsaufgaben. Patsch, dann haben wir schon einen Arbeitsvertrag geschlossen und dann sind sie sozusagen mittendrin und dann gilt das gesamte Arbeitsrecht und alles das, was wir jetzt also hier besprechen werden. Genau, also ein Vertrag kommt also nicht nur durch ausdrücklichen Austausch von Angebot und Annahme zustande, sondern das ist das wichtige Wort, stillschweigend auch, auch wenn wir später ihn vielleicht noch schriftlich niederlegen müssen, aber es reicht schon aus, wenn Sie einfach jemandem sagen, komm doch einfach mal rein, arbeite das und das und im Gegensatz sozusagen, wenn Sie natürlich sagen würden, also du ne, schickst mir hinterher eine Rechnung und du hast eine Firma, dann spricht das für den Werkvertrag. Also man muss immer gucken, wie die Umstände sind. Aber wie in unserem Beispiel, wenn Sie sagen, hier, Personalchef, du bleibst gleich da, kannst gleich losarbeiten, dann haben wir einen Arbeitsvertrag. Und dann kann es auch schon sein, dass der zum Beispiel dann schwanger ist oder schwerbehindert und dass sozusagen daraus schon die ersten Rechte entstehen. Und deswegen muss man dort immer genau aufpassen. Allein die Einigung also über diese drei Punkte, ich wiederhole sie nochmal, also über die Parteien sozusagen des Rechtsverhältnisses über die Art der Tätigkeit und den Beginn reicht schon und Sie sind mitten im Arbeitsrecht drin. Genau, deswegen dort schon aufpassen. Das sind sozusagen allgemeine zivilrechtliche Fragestellungen. Angebot und Annahme ist also nicht erforderlich, sondern ein stillschweigende Sache ist auch möglich. Es gibt manchmal auch den Arbeitsvertrag, sagen so durch Spatenstich. Ne? Allein durch ein loses Arbeiten und Spaten fangen sie an, jetzt den Garten umzugraben, für einen Gärtnerbetrieb oder für einen Baubetrieb fangen sie an, den Betonmischer zu füllen. Dann entsteht mit dem Betonmischer füllen ein Arbeitsvertrag.
stillschweigen. Genau, das sind sozusagen die zivilrechtlichen Sachen, an die ich hier anknüpfe, das allgemeine Vertragsrecht. Und wir haben allerdings auch noch weitere Fragen dort, zum Beispiel die Frage, wenn Ihnen ein Arbeitsvertrag zugesandt wird, wie lange ist der wirksam? Aber das schauen wir uns gleich im nächsten Video an. Bleiben Sie dran.